Willkommen zu einem neuen Video, dem Monatsvlog Oktober. Als erstes würde ich sagen, vielen, vielen Dank für all eure Glückwünsche im letzten Video und freut mich auch, dass das Video euch gefallen hat. Und ja, es ist sowieso ein Wunder, dass ich da irgendwie halbwegs irgendwie ein Video zusammenbekommen habe, weil ich wirklich sehr, sehr wenig gefilmt habe. Also im ganzen Monat über habe ich sehr, sehr wenig gevloggt. Weil einfach viele organisatorische Sachen einfach anstanden und ich einfach nicht dazu gekommen bin, dann zu vloggen. Und dann natürlich während der Hochzeit ist es dann auch irgendwie schwierig gewesen zu vloggen. Ich habe ein paar Mal die Kamera in die Hand genommen und sonst hat aber auf jeden Fall sehr oft dann Storm einfach mein Handy genommen und so ein bisschen was gefilmt. Und ja, dadurch gab es zumindest ein bisschen was zu sehen. Wir haben jedenfalls Oktober und es ist super sonnig gerade, was aber, glaube ich, eine ziemliche Rarität sein wird in den nächsten paar Monaten. Aber ja, Herbstlaub ist auf jeden Fall im vollen Gange. Sehr, sehr schön. Und ich bin auf jeden Fall schon super kuschelig. Aber eigentlich, weil ich schnell ein Reel filmen wollte und ja, mir ist dann eingefallen, ich habe noch gar kein Intro gemacht für den Oktober-Vlog und deswegen habe ich erstmal das gemacht und dann kann ich euch an dieser Stelle eigentlich auch das Auto zeigen, was ich gleich filmen werde. Das ist ein Pullover von Totem, der ist aus dem letzten Jahr, aber ich gucke mal, ob es den noch gibt oder suche ansonsten ähnliche raus. Ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr flauschig und weit geschnitten und die Hose, die habe ich neu, die ist von Turn. Die ist an mir. An mir hat sie auf jeden Fall die richtige Länge, weil sie am Model nämlich cropped ist. Und ja, das ist ja immer mein Zeichen dafür, dass ich dann die Hose wahrscheinlich nicht kürzen muss. Und ja, das hat auf jeden Fall gut gepasst wieder. Es ist auf jeden Fall in so einem schönen Braun. Ich wollte gerade fast sagen Schokobraun, aber ich glaube, dass die Kissen eher Schokobraun sind und das ist so ein bisschen rostigeres Braun, also so leicht rotstichig oder orangestichig, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Und der Gürtel, der ist von Kate, sowie auch die Schuhe. Und ich gehe jetzt gleich mal ein bisschen weiter weg. Ein schönes herbstiges, eine schöne herbstige Kombo. Das ist jetzt die zweite Kombination. Auch wieder eine Hose von Turn, aber diesmal in so einem beigen Kordstoff und dann ein brauner Rollkragenpullover von COS. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich es einfach so lasse oder auch so reinstecke und dann einen Gürtel dazu. Aber vielleicht das einfach nochmal ein bisschen eine andere Kombo dazu, ein bisschen lässiger. Einer von meinen Kooperationspartnern, mit denen ich immer wieder zusammenarbeite, ist Bruna The Label. Ich habe zum Beispiel gerade dieses Armband von denen an. Das ist das Arles Armband oder Alles Armband, ich weiß nicht genau. Das ist jedenfalls so ein Gliederkettenarmband, was ich ganz schön finde. Und jetzt im Winter trägt man aber immer so lange Pullover und dann sieht man eigentlich nie irgendwie, was für ein Armband man anhat. Und ich wollte dann aber was haben, was man dann stattdessen einfach um, ja, als Halskette trägt, was aber dann auch diesen Look hat. Und da habe ich mir ein neues Teil bei denen ausgesucht und zwar diese Kette hier. Das ist die Venezia-Kette und ich zeige euch das mal angezogen. Vor allem jetzt gerade, wenn man so was ganz Schlichtes anhat, einfach nur Pullover und Jeans, finde ich das ganz schön, wenn man das mit einer Kette ein bisschen aufwerten kann, ein bisschen interessanter gestalten kann, ohne dass es zu ablenkend ist. Also es soll nicht zu krass statementmäßig aussehen. Ja, das finde ich ganz schön, vor allem so ein bisschen gelayert mit dem T-Shirt. Und eigentlich finde ich es auch ganz cool, dass es nicht genau das gleiche Modell ist, also dass es sich so ein bisschen unterscheidet. Dann ist es nicht ganz so matchy-matchy und es wirkt irgendwie ein bisschen natürlicher. Und ja. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist.
You're keeping me waiting. You're delaying my love. Warum? Make me wanna give up. So, wir machen jetzt mal ein Get Ready With Me. Das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Also ich werde jetzt mein Make-up machen und dabei vielleicht so ein bisschen erzählen, was ich benutze und so weiter. Und ja, gucken wir mal. Ich habe auf jeden Fall ein Produkt dabei, was ich heute dann zum ersten Mal ausprobieren werde, so richtig im Gesicht. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, das passt auch. Es ist nämlich eine Foundation. Und ja, ich zeige euch außerdem die Methode, die ich bei meinem Hochzeits-Make-up benutzt habe, damit mein Make-up ein bisschen länger hält. Da habe ich nämlich ein Reel gesehen, wo so ein ganz interessanter Tipp irgendwie drin war, wo ich sehr skeptisch war und nicht gedacht hätte, dass es irgendwie gut funktioniert. Aber es funktioniert tatsächlich gut. Aber ja, fangen wir einfach mal an. Also ich habe auf jeden Fall schon Skincare und so weiter drauf. Und der erste Schritt ist, dass man tatsächlich nach der Skincare erstmal ein Puder benutzt. Ich habe hier so ein Setting Powder von Hourglass. Ich habe schon lange nicht mehr so ein Make-up-Video gemacht. Das ist für mich so total ungewohnt. Okay, das ist der erste Schritt. Man soll nicht zu viel Puder benutzen. Den Schritt fand ich ja schon irgendwie seltsam, gleich am Anfang zu machen. Aber als nächstes benutzt man direkt ein Setting Spray. Und ja, da benutze ich dann das passende von Hourglass, das Veil Soft Focus Setting Spray. So, und wenn es dann getrocknet ist, dann kommt der nächste Schritt und das ist Primer. Da benutze ich dann auch wieder ein von Hourglass. Und dann fängt erst das richtige Make-up an. Und normalerweise benutze ich da immer diese Le Beige oder Eau de Teint von Chanel, weil die bei mir irgendwie über den Tag hinweg eigentlich immer ganz gut aussieht, obwohl ich sehr ölige Haut habe. Aber ich habe vor kurzem erst dann den Tipp nochmal gelesen, dass gerade wenn man Primer benutzt und solche Sachen, darauf achten sollte, dass man eine passende Foundation benutzt. Also wenn der Primer auf Silikonbasis ist, dann sollte die Foundation auch auf Silikonbasis sein. Und da das eben eine wasserbasierte Foundation ist und der Primer aber auf Silikon basiert, passt das eben nicht so ideal zusammen. Aber wie gut, dass das neue Produkt, was ich ausprobieren möchte, auf Silikonbasis ist. Und zwar ist es von Prada die neue Foundation. Also die haben eine ganz neue Produktreihe rausgebracht, also Skincare und Make-up. Und das ist jetzt die Foundation. Sehr, sehr schick auf jeden Fall. Ich habe hier Medium Neutral 45. Ich habe so geschwankt zwischen 45 und 40. Ich habe jetzt hier 45 bekommen und hoffe, dass das von der Farbe passt und nicht zu dunkel ist. Also mal gucken, gerade im Winter werde ich ja eigentlich immer ein bisschen heller. Und ich überlege, ich glaube, ich werde das einfach mit den Fingern auftragen. Ja, die Textur ist auf jeden Fall sehr cremig. Ich glaube, die Farbe passt. So, es dauert aber auf jeden Fall etwas länger, die Foundation einzuarbeiten als jetzt bei der Chanel Foundation. Da geht es auf jeden Fall immer so richtig schnell. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nebenbei filme und dann bin ich eh immer viel, viel langsamer, als wenn ich das Make-up so mache. Wow, ich habe jetzt den Schritt Concealer gemacht und Blush und habe dann gemerkt, dass das gar nicht aufgenommen hat. Also ja, habe ich jetzt so ein paar Schritte übersprungen. Aber ich zeige euch nochmal so ein bisschen den Blush von Stieler, so ein Creme-Blush in dieser sehr pinken Farbe. Und die ist auch am Anfang sehr, sehr pink, wenn man die aufträgt. So. Aber verblendet, finde ich, ist es eine super schöne Farbe, die irgendwie so richtig gut durchscheint und vor allem auch lange hält, weil die einfach so ein bisschen sticky ist. Ich habe mir auch diesen Blush von Chanel gekauft, den ich von der Farbe her sehr, sehr schön finde, aber es ist nicht ganz so einfach zu handeln. Vor allem
für jemanden, der sehr gerne einfach alles mit dem Finger macht. Und das ist, glaube ich, schon besser aufzutragen mit dem Pinsel, der dazu kommt, so ein kleiner Pinsel, weil es eben sehr, sehr wässrig ist und finde, das funktioniert dann mit den Händen nicht ganz so gut. Aber ja, zwischen den beiden rotiere ich dann immer. Bei dem Concealer habe ich einmal einen von Rose Ink benutzt in der Farbe 50 und dann einen Korrektor von Chanel. Der sieht jetzt hier irgendwie total normal aus, aber ist einer, der so ein bisschen mehr ins Pfirsichfarbene geht. Er ist besonders gut für unter dem Auge oder wenn man so Blutgefäße, Venen hat, die durchscheinen. Ich habe ja hier so eine Stelle oder ja, auch so an den Augenlidern habe ich ganz sichtbare Venen. Und ja, das habe ich vorhin benutzt, wo es nicht aufgenommen hat. Ja, dann ist jetzt der nächste Schritt Bronzer. Und da habe ich einen von Chanel. Das ist, glaube ich, eigentlich ein Puder, was ich in einer dunkleren Farbe habe. Das ist die Farbe 40, was ich aber immer als Bronzer benutze, weil ich keine Schimmerpartikel haben möchte. Und da kommt jetzt gar nicht mehr so viel raus. Also ich muss echt viel mit dem Pinsel reingehen, damit da überhaupt was rauskommt. Das ist eigentlich auch nicht der optimale Bronzer-Pinsel, aber der andere, den habe ich erst gewaschen und der ist noch nicht trocken. Es gibt manche Leute, die super elegant aussehen, wenn sie Make-up auftragen. Und ich habe das Gefühl, dass ich nicht dazu gehöre, weil ich irgendwie so, irgendwie so grobmotorisch immer alles mache, habe ich das Gefühl. Und normalerweise auch immer so super schnell alles. Deswegen finde ich das auch so schwer, dann für die Kamera irgendwie das Make-up zu machen. Oder dass man irgendwie total klopp dabei aussieht, aber gut. So ist das halt. Dann habe ich noch eine Sache fast vergessen. Das ist, wie heißt es? Pro Longwear Paint Pot von MAC. Auch so ein übelst altes Produkt irgendwie, also was man irgendwie schon voll lange kennt. Zumindest die Leute, die sehr lange auf YouTube unterwegs sind. Und das ist in der Farbe Painterly, nee, Soft Ocre. Und das benutze ich einfach ganz gerne so auf den Augenlidern, um die so ein bisschen zu neutralisieren, ohne dass ich eigentlich Lidschatten drauf mache. Aber weil ich ja eben meinte, dass ich so sehr sichtbare Venen habe an den Augenlidern, mag ich das eigentlich ganz gerne, wenn das noch mal ein bisschen abgedeckt ist und es ist so ganz leicht aufgehellt, aber nicht so wirklich so Lidschattenmäßig, wenn ihr wisst, was ich meine. Macht sich aber auch gut als Lidschattenbase auf jeden Fall. Ich habe hier auch noch so ein Puder Rouge von Hermes, so ein pinkes. Das ist Rose Pomade. Also ja, auf jeden Fall so ein Pink. Und das ist sehr, sehr pigmentiert, deswegen reicht immer nur, wenn man so ganz bisschen reingeht. Und ich glaube, ich mache dann nochmal. Okay, jetzt kommt natürlich nicht so viel, aber normalerweise muss man so richtig krass vorsichtig sein damit. So. Und jetzt kommt eben nochmal Setting Puder und Setting Spray. Dann habe ich von Benefit, wie heißt es, 24-Hour Brow Setter für die Augenbrauen. Das trocknet hier jetzt halbwegs. Ich habe die Wimpern gecurlt und dann kommt Mascara. Hier habe ich einen, den ich in Japan gekauft habe. Ich bin mir nicht sicher, ob man den hier kaufen kann. Uzu heißt die Mascara. Ne, die Marke heißt Uzu. Und das ist so ein Mikro-Mascara mit so ganz kleinen Bürstchen. Ich finde, das trennt die Wimpern auf jeden Fall sehr gut und verlängert sie, ohne dass es irgendwie zu klumpig oder zu übertrieben aussieht. Ja, dann ist es, glaube ich, der letzte Schritt und zwar nochmal Augenbrauen. Und zwar habe ich hier von Raffi den Soft Brown Brow Tint. Sorry, ich muss immer gucken, wie die Sachen überhaupt heißen, weil ich lange nicht drauf gucke, okay, was benutze ich eigentlich. Das ist jedenfalls ein, ja, wie der Name sagt, Brow Tint, weil ich finde,
der trocknet manchmal nicht transparent und dann gehe ich einfach gerne nochmal mit so einem Tinted Gel drüber, damit es eben nicht so gräulich aussieht und kann die außerdem einfach nochmal mehr in Form bringen. Manchmal benutze ich auch nur den, aber ich finde, dass der von Benefit nochmal mehr Haltbarkeit hat. Also kann die Haare einfach nochmal ein bisschen mehr in eine Richtung fixieren, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich bin auch momentan nicht so happy mit meinen Augenbrauen. Ich weiß nicht, ich finde die Form ist so ein bisschen schwierig. Das ist jetzt fertig, jetzt nur noch was für die Lippen. Da habe ich nämlich ganz neu von Rode den Lipgloss. Und zwar, ich habe die Salted Caramel Version, weil klang irgendwie lecker. Und ich finde, das ist irgendwie so ein sehr, sehr klassischer Lipgloss-Geruch. Was heißt klassisch? Eher nostalgisch, weil es eben sehr so zuckrig riecht. Aber fand ich irgendwie ganz schön. Oh, ich weiß gerade nicht, was ich mit meinen Haaren machen möchte, weil ich dieses Gefühl habe in den Haaren, dass man nicht richtig ausgespült hat. Kennt ihr das? Das habe ich vor allem öfter mal, wenn ich den Ceremonia Conditioner benutze. Da muss man irgendwie so richtig aufpassen, dass man nicht zu viel benutzt, weil sonst hat man eben dieses blöde Gefühl in den Haaren. Ich habe das Gefühl, die sind jetzt weniger frisch als vor dem Waschen und man möchte die Haare am liebsten neu waschen, was halt total blöd ist. Naja, also der Conditioner nicht so gut, aber ich liebe alle anderen Produkte von denen, also vor allem die Styling-Produkte und die Haarmaske. Die Haarmaske finde ich richtig, richtig gut, aber der Conditioner, naja, das ist jedenfalls mein fertiges Make-up. Das ist auch nicht so super gut abgedeckt, das scheint immer noch total stark durch, aber egal, ich lasse das jetzt einfach so. Ja, das war mein Get Ready With Me. Ich trage übrigens einen Cardigan von Uniqlo, den habe ich euch im vorletzten 7 Days 7 Looks gezeigt und Hose von Anine Bing, aber davon seht ihr eigentlich eh nicht viel. Und Schmuck ist von Bruna The Label. Die Kette habe ich auch relativ neu und die Ohrringe sind auch von Bruna. Die habe ich schon ein bisschen länger. Das sind einfach so goldene Hoops in verschiedenen Größen, also so kleine und einmal so ein bisschen größer. Ja, ich trage ja sowieso eigentlich fast jeden Tag Hoops und ja, das ist auf jeden Fall, ne, Silber und Gold gemischt, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, das war mein kleines Get Ready With Me. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch irgendwie. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Aber ja, so viel zu meinem Make-up und was ich heute trage. Okay, ich muss diese eine Sache auch unbedingt in diesem Video teilen, falls ihr das nicht auf Instagram gesehen habt. Und zwar geht ja momentan dieser Trend rum, wo Leute von ihren Haustieren Disney, Pixar, Movie Poster erstellen mit Hilfe von AI. Und das habe ich auch ausprobiert für Amy und Wilson, also den Hunden von Daisy und Niece. Und oh mein Gott, die Ergebnisse sind so cute gewesen. Ich zeige euch mal gleich Bilder von Amy und Wilson nochmal, falls ihr neu auf diesem Kanal seid und die noch nicht gesehen habt. Und ja, dann das fertige Ergebnis. Also hier sind jetzt mal alle vier auf einem Foto. Niece, Daisy, Wilson und Amy. Hier dann nochmal die zwei Hunde. Ganz zerknautscht. Und hier so. Amy hat auf jeden Fall eine rosane Nase und Wilson eine schwarze. Und jetzt zeige ich euch mein Lieblingsergebnis. Oh, ich finde es so süß. Vor allem Willy. Oh. Hier halt so mit den Nasen und auch sogar die Pfoten sind einfach auch so richtig, wie sie in echt aussehen. Und also Amy hat halt so schmalere Pfoten und Willy hat halt so richtig dicke Pfoten.
Und oh mein Gott, so süß. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Aber es gab noch so ein paar andere Ergebnisse. Zum Beispiel, das ist auch süß. So ein bisschen jünger, Baby-Version. Aber ja, das Fell, da habe ich dann extra noch hinzugefügt. Long, fluffy hair, damit es halt so aussieht wie in echt. Damit es so ist. Hier, das ist auch noch ganz witzig. So ein bisschen mehr älter habe ich das Gefühl. Sequel, maybe. Und ja, ich habe jedenfalls noch versucht, dann Daisy und Nies zu erstellen. Ist auf jeden Fall nicht so einfach, Nies irgendwie richtig zu treffen, weil die AI will irgendwie immer so einen markanten Typen machen. Ja, das vielleicht am ehesten. Also da sieht auf jeden Fall Daisys Charakter richtig cute aus. Nur die Augenfarbe stimmt nicht so ganz. Aber ja, Nies braucht auf jeden Fall mehr Beschreibung noch, beziehungsweise der will irgendwie das nicht so richtig umsetzen, wie ich den beschreibe, außer die rosanen Wangen, die sind ganz gut geworden. Ja, leider hat man da halt immer so begrenzte Zeichen, die man benutzen kann. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig und hat richtig viel Spaß gemacht, das zu erstellen. Ja, und das hat auf jeden Fall auch einigen von euch interessiert. Also viele haben gefragt, oh mein Gott, wie macht man das? Also ja, ich habe es mit den Bing.com Image Creator gemacht. Da ist es relativ einfach gewesen, sich anzumelden und man hat irgendwie so 15 oder 17 kostenlose Prompts und man braucht nur ein ja, Hotmail oder Windows. Eine Hotmail oder Windows-E-Mail. Das geht aber relativ schnell, sich da zu registrieren. Und ja, dann kann ich euch mal so ein bisschen Input geben, was man da dann am besten reinschreibt, weil ich finde, manchmal braucht man da einfach so ein bisschen Ideen. Also auf jeden Fall ist wichtig, dass man irgendwie sagt, Animation Movie Poster, titled so und so. Ich habe halt Amy und Willy geschrieben. Amy und Wilson, da hat das irgendwie nicht so hinbekommen, weil irgendwie der Titel vielleicht dann zu lang war und dann hat er irgendwie so ein paar Buchstaben verschluckt. Dann halt so gut es geht, die zwei Hunde beschrieben. Background festgelegt. Also ich habe geschrieben, Background is Mountaintops. Distinct Digital Art Style of Pixar. Focus on Character Expressions, Vibrant Colors und Detailed Textures. Das habe ich irgendwo anders auch mal gesehen, für halt diese ganzen Disney-Pixar-AI-Sachen, dass man das am besten reinschreibt, damit es so ein bisschen so in dem Stil halt aussieht. Und ja, sonst halt so gut es geht beschreiben, was man drauf haben möchte. Und dann kommt sowas bei raus. Und dann probiert man einfach ein paar Mal aus, tweakt irgendwie ein paar Sachen und bis man so sein Lieblingsresultat rausbekommt. Und ja, ich habe dann noch mit ChatGPT einen Movieplot generiert. Also ich habe geschrieben, ja, schreib mir einen Movieplot mit den und den Charakteren, bla bla bla, was ich mir so ungefähr vorgestellt habe. Und das Ergebnis fand ich auch richtig gut. Ich werde das entweder hier so einblenden, die ganze Zeit, wenn ich spreche. Ich weiß aber nicht genau, ob das ausreicht, weil das ein relativ langer Text ist. Ihr müsst wahrscheinlich einfach das Video pausieren. Ja, das ist auch sehr, sehr lustig gewesen. Und den Film würde ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn der gemacht werden würde. Ich finde, die zwei Hunde geben einfach so richtig gutes Movie-Material. So, beide haben so ihre Eigenheiten und sie sind so active, so hiking und so. Ja, das habe ich jedenfalls gestern gemacht und ich werde wahrscheinlich noch einen Instagram-Post damit veröffentlichen. Ja, ich hoffe, ich nerv euch nicht damit, aber ich kann es auch einfach nicht lassen, weil es ist einfach zu süß. She had a dream last night, and there was fire falling from the sky. She just wanted to curl up and kiss a man goodbye. He would fall. Truth be told, terrified.
feet. So, der Monat Oktober geht langsam zu Ende. Ich habe in diesem Video jetzt doch nicht mehr geschafft, ein FAQ zu filmen zum Thema Hochzeit, aber es kam zumindest in der Zwischenzeit ein Artikel in der Vogue über die Hochzeit online und da gibt es zumindest ganz viele Infos darüber, woher die Blumen sind, was ich angehabt habe und wie so ein bisschen die Planung von uns war. Also ja, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn es euch interessiert und so ein paar ja, Details erfahren. Vielleicht mache ich noch so ein separates FAQ-Video für die Leute, die es dann eventuell noch interessiert, aber irgendwie bin ich mir auch nicht sicher, ob der Bedarf jetzt so groß genug dafür ist, weil in dem letzten Video kamen jetzt auch nicht mehr so viele Fragen auf. Weiß ich nicht, ich bin irgendwie unsicher. Ich bin generell momentan so unsicher mit allem, was ich mache. Also ich habe gerade so eine richtig schlimme Overthinking-Phase, wo ich alles super krass überdenke und dann am Ende doof finde oder generell irgendwie mit allem irgendwie unzufrieden bin. Ich habe das Gefühl, die Hochzeit hat auch so richtig viel getriggert bei mir zum Thema Perfektionismus und ich habe halt immer so krasse Ansprüche an mir selbst und habe das Gefühl, dass ich die nie erreiche oder selbst wenn ich dann, wenn eigentlich alles okay war, aber finde ich dann trotzdem irgendwie was nicht gut genug war. Und ich will eigentlich nicht emotional werden, aber keine Ahnung, momentan habe ich einfach das Gefühl, dass alles langweilig ist, was ich mache. Und dann bin ich jetzt in diesem Moment auch so genervt von mir, dass ich jetzt einfach emotional werde und eigentlich wollte ich das nicht.
Oder ist auch so unordentlich. Und normalerweise hätte ich das auch extra fürs Video vielleicht weggepackt oder so. Aber ja, so, das ist eigentlich repräsentativ. Gerade wie es in meinem Kopf vorkommt. Einfach so super zerstreut und keine Ahnung. Auch irgendwie auch genervt von mir selber, wie gesagt. Ja, aber eigentlich hatten wir auch schöne Momente in dem Monat. Wir waren nämlich zum Beispiel letztes Wochenende bei Raus. Das ist, kann man das denn nennen? Die haben verschiedene Cabins um Berlin rum verteilt. Und da wurden wir von denen eingeladen, beziehungsweise ich wurde von denen eingeladen, auch ein paar Freunde mitzunehmen. Und ja, da haben wir ein paar Tage mit Freunden verbracht und so ein bisschen abgeschaltet und ja, so ein bisschen so ein paar schöne Herbsttage verbracht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Auch da habe ich wieder das Gefühl, dass ich nicht so viel gefilmt habe und viel mehr hätte machen können. Und wenn ich filme, dann ist irgendwie die Qualität nicht gut. Jetzt gerade bestimmt ist es wieder auch voll verpixelt, weil es so dunkel ist. Und jetzt im Winter ist es sowieso immer scheiße zu filmen. Ja, so viel dazu. Oh, keine Ahnung, ist wahrscheinlich so richtig... Ich drehe mich wahrscheinlich total im Kreis gerade und es hat gar keinen roten Faden hier, was ich erzähle. Dann seht ihr vielleicht auch mal, dass es bei mir nicht alles immer, es wirkt alles immer von außen perfekt, aber am Ende ist es auch bei jedem. Jeder hat so seine Momente und ja, momentan ist es bei mir einfach so der Fall. Mal gucken, wie die nächsten Monate werden. Wir haben auf jeden Fall noch unseren Honeymoon vor uns, darauf freue ich mich auf jeden Fall. So ein bisschen rauskommen, ich glaube, das tut uns dann eigentlich auch ganz gut, weil nach der Hochzeit waren wir halt sofort irgendwie back to business und ja, eigentlich ist es ganz schön, wenn man direkt danach ein bisschen Zeit für sich hat und so ein bisschen entspannen kann. Und ja, Johannes hatte dieses Jahr eigentlich auch noch gar keinen richtigen Urlaub, deswegen ist es für ihn auf jeden Fall auch an der Zeit, so ein bisschen abzuschalten. Und ja, das machen wir dann nächsten Monat und das werdet ihr dann im nächsten Vlog, glaube ich, dann auch sehen. Ich glaube, zeitmäßig müsste das ungefähr hinkommen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog trotzdem gefallen, so wie ihr jetzt rauskommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Monat hoffentlich in einem etwas besseren mentalen Zustand. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!